Milch. Jeder fünfte Liter kommt von Kühen aus Niedersachsen. Und auch tierische Alternativen werden immer beliebter, zum Beispiel von Ziegen. In Brotform oder rund, lecker und gesund. Ja, sieht doch gut aus. Oder Wasserbüffel. Wenn die irgendwas nicht wollen, dann hast du auch keine Chance, das hinzukriegen. Besonders kostbare Milch sogar von Tieren aus der Wüste. Dann bekommen wir 270 Euro. Das sind Tiere, die machen süchtig. Einmal Kamel, immer Kamel. Fisselhövede am Rande der Lüneburger Heide. Nicht unbedingt der Ort, an dem man Tiere erwarten könnte, die eigentlich eher in der Wüste zu Hause sind. Auf dem Hof von Familie Marquardt leben sie seit 20 Jahren. Mehr als 60 Kamele, die größte Herde in Deutschland. Marquardts vermieten ihre Tiere für Ausritte und Veranstaltungen, aber nicht nur das. Es ist morgens, kurz nach 7 Uhr. So, Mädels, auf geht's. Melkzeit. Beke Marquardt produziert mit ihren Tieren auch Kamelmilch, eine der wertvollsten Milchsorten der Welt. Sie wird auch das weiße Gold genannt. Doch die Kamele zu melken ist gar nicht so einfach, denn eine Kamelmama gibt ihre Milch nicht einfach so her. Vorsicht. Beke Marquardt muss auch das Fohlen davon überzeugen, in den Melkstand zu gehen. Die Kamelstute gibt nur Milch, wenn ihr Fohlen dabei ist. Bei der ist noch der Instinkt da, dass die Milch eben fürs eigene Fohlen bestimmt ist und nicht für den Menschen, der irgendwie die Milch haben möchte. Deswegen brauchen wir das Fohlen, nur dann fließt die Milch. Zum Melken benutzt sie eine Maschine, die eigentlich für Kühe gedacht ist. Von den 60 Tieren geben zurzeit nur 8 überhaupt Milch, denn nur sie haben gerade Fohlen. Beke Marquardt melkt sie einmal am Tag, nur sonntags ist Milch frei. Nach wenigen Minuten ist sie fertig. Die Ausbeute? Etwa 2 bis 5 Liter pro Kamelstute, je nach Laune des Kamels. So, Vanilla, geschafft, ne? Ja. Für das Kalb bleibt trotzdem noch Milch übrig. Also das sind jetzt die letzten Tropfen, die das Kalb daraus saugt. Das ist ja die ganze Nacht von der Mutter getrennt gewesen und kann jetzt noch einen kleinen Zug Milch nehmen. Und dann muss die Stute erstmal wieder neue Milch produzieren, damit sie dann nachher im Laufe des Tages wieder was fürs Fohlen bereit hat. So bleiben Beke Marquardt jeden Tag nur wenige Liter Milch zum Verkaufen. Heute sind es insgesamt 25 Liter. In der Milchküche muss sie die Milch sofort abfüllen. Seit neuestem darf Beke Marquardt ihre Milch auch erhitzen und dann verschicken. Gefragt ist sie aber vor allem so frisch wie möglich. Wir verkaufen diese Milch als Rohmilch, unbehandelt. Da muss man natürlich darauf achten, dass möglichst wenig Keime da drin sind. Das müssen wir 2-mal im Monat im Labor untersuchen lassen. Dann bringen wir Milchproben nach Pferden. Aber wir müssen auch darauf achten, dass die Milch eben zügig abgefüllt und dann gekühlt wird, weil die Keime sich natürlich umso mehr oder umso schneller vermehren, je wärmer die Temperatur ist. Jede Flasche kostet 11 Euro. Milch so teuer wie Wein. Kamelmilch hat deutlich weniger Fett und Laktose als Kuhmilch, dafür aber mehr Kalzium und Vitamin C. Auch das macht die Kamelmilch so wertvoll. Damit Marquardts künftig noch mehr Milch produzieren können, müssen sie dringend für Kamelnachwuchs sorgen. Das geht aber nur in der Brunftzeit und die endet schon in wenigen Wochen. Alden an der Aller. Auch auf dem Biohof Eilte geht es um besondere Milch von Wasserbüffel. Na komm, komm. 80 italienische Wasserbüffel gehören zum Hof, eine Seltenheit im Norden.
Tino Bullmann ist für die Tiere zuständig. Immer 4 Büffel lockt er mit Schrot in den Melkstand. Hektisch darf es beim Melken nicht zugehen. Die Büffelkühe sind ziemlich eigenwillig. Wenn die irgendwas nicht wollen, dann hast du auch keine Chance, das hinzukriegen. Ne? Also für uns ist es immer, ob die nur hier als junge Kuh, die da zum ersten Mal gekalbt hat, ob die jetzt hier hochgehen. Ne? So, das ist immer so die Herausforderung. Und das muss man auch wirklich dann wissen, dass du nicht mit Gewalt hier irgendwie versuchst, das Tier hochzukriegen, weil das wird die sich merken. Ne? Wenn die das mit einer schlechten Erfahrung verbindet, dann hast du verloren. Ne? Dann wird die auch nie mehr hier hochgehen, ne? Und geschweige denn Milch hergeben. Ne? Um an die besonders fetthaltige Milch zu kommen, muss Tino Bullmann den Tieren das Melken erst einmal beibringen. Diese Kuh bekommt bald ihr erstes Kalb. Schon jetzt versucht er, sie an den Melkstand zu gewöhnen. Die ist jetzt in der Lernphase. Die muss jetzt wissen, immerhin, sie geht schon mal hoch. Sie ist jetzt alleine hochgekommen und weiß, hier passiert hier nichts. Aber komischerweise, die frisst kein Schrot. Die hat das einfach noch nicht begriffen, dass das eigentlich was ganz Leckeres ist. Ja genau, leckt das mal so ab hier. Die leckt dann manchmal hier so ein bisschen an der Schale rum, aber tut nicht ihren Kopf hier rein und frisst da aus dem Vollen. Komischerweise, wenn man jetzt hier so ein bisschen was an der Hand gibt, dann leckt sie wieder so ein bisschen. Oder es schmeckt ihr einfach nicht, kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Gut, aber Tatsache ist, irgendwann muss sie das lernen, dass sie hier steht. Und wenn sie dann gekalbt hat, müssen wir sie auch melken. So, und dann, sie ist jetzt hier drin und dann machen wir das halt so, dass wir sie schon mal am Euter streicheln. Das findet sie jetzt hier auch noch nicht so richtig toll, wie man sieht. Sie ist jetzt ein bisschen zappelig hier. Ist halt einfach noch nicht entspannt. Aber ich bin voller Hoffnung, irgendwann wird uns das gelingen. Büffel geben 2/3 weniger Milch als Milchkühe. Auf den Nachwuchs seiner Tiere ist Tino Bullmann daher ganz besonders angewiesen. Heute Nachmittag kommt noch die Tierärztin. Sie soll prüfen, ob es in der Herde trächtige Tiere gibt. Hebeler Meer im Emsland. Hier hat Luz Hector vor 3 Jahren ihren Ziegenhof gebaut. Inzwischen hat sie 300 Tiere und damit eine der größten Milchziegenherden in Norddeutschland. Ziegenmilch ist die beliebteste tierische Alternative zur Kuhmilch. Die Niederländerin hat weder Landwirtschaft noch das Käsemachen gelernt und trotzdem managt sie den Hof fast alleine. Auch die Geburtshilfe bei ihren Lämmern. Die zweite kommt gleich hinterher, guck mal. Es ist Lammzeit auf dem Hof von Luz Hector. Für sie die hektischste, aber auch wichtigste Zeit. Mit den Lämmern vergrößert sie ihre Herde. Und ein Junge. Das ist schön. Nur die Ziegen, die gelammt haben, geben auch Milch. Wenn die tragend sind, dann bildet sich so das Euter, das wächst, das wird auch größer, da Milch entsteht. Wenn das Lamm dann geboren wird, dann ist Milch auch sofort da. Und deswegen ist es auch so, dass alle Ziegen hier auch Lämmer bekommen, dass die Milch, um die Käse zu machen, auch wirklich da ist. Ohne Nachwuchs keine Milch. Ian, komm bei. Komm bei. Den Traum vom eigenen Ziegenhof hat sich Luz Hector gemeinsam mit ihrem Mann erfüllt. Noch reichen die Einnahmen nicht aus, damit beide davon leben können. Deshalb kann ihr Mann noch nicht auf dem Hof arbeiten. Für die Ziegen haben sich beide ganz bewusst entschieden, aus einem guten Grund. Wenn man das vergleicht mit Kühen, sind Ziegen ganz saubere Tiere. Die sind ganz weiß und das flatscht nicht so hier raus. Die Körbel sind noch ein bisschen fest. Und das finden wir auch schön an Ziegen, dass sie so schön sauber sind, nicht so groß. Das passt, macht auch was aus. Von den 300 Ziegen melkt sie etwa 200. Den modernen Melkstand hat Luz Hector in ihrem Heimatland gekauft. In den Niederlanden ist Ziegenmilch schon lange keine Nische mehr. 2x am Tag melken wir, dass man auch immer wieder die Ziegen für die Nase hat. Und dass man auch sehen kann, sind die alle fit, sind die gesund, laufen die schnell im Melkstall rein, geben die noch genug Milch. Man lernt die Ziegen dann auch ein bisschen kennen. Und was so komisch ist, habe ich vorher nie geglaubt, aber man erkennt wirklich die Ziegen am Euter.
Aus der Milch produziert die 49-jährige Ziegenschnittkäse und auch nur den. Dafür muss sie die Milch erst einmal in einem großen Trog erwärmen. 1700 Liter passen hier hinein. Während des Erhitzens wird die Ziegenmilch ständig gerührt und das dauert. Man soll auch ein bisschen genießen von das Leben. Nicht mehr so schnell, nicht mehr so hektisch, aber das langsame Leben. Auch Käse reift ganz langsam. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Man muss es nehmen, wie es ist, auch mit den Ziegen. Die haben ihren natürlichen Ablauf. Und die machen sowieso immer, was sie selber wollen. Die sind meistens so dickköpfig, dass sie, wenn man die Seite, dann gehen die gerade die Seite rum. Man muss eben Zeit dafür nehmen und dann ja, kommt man auch selber wieder zur Ruhe. Und das finde ich auch das Schöne an diesem Beruf. Zurück in Visselhövede. Es ist Brunftzeit auf der Kamelfarm. Lassen wir jetzt die Wallache raus und die Stuten bleiben drin? Oder versuchen wir, die Stuten rauszusortieren? Stuten wäre besser. Erst die Mädels. Eine Zeit, die Beke Marquardt und ihr Mann Andreas nutzen wollen und müssen. Komm mal her, da sind doch schon zwei Kandidaten, die raus müssen. Du gehst mal zurück. Mal zurück. Drei Kamelstuten wollen sie von der Herde trennen. Sie sollen heute das erste Mal gedeckt werden. Eine einfache Rechnung. Je mehr Kamele, desto mehr Kamelmilch. Aber so einfach ist die Sache dann doch nicht. Pass auf! Halef, das ist Halef, das ist ein Junge. Das läuft schief. Etwa 100 Tiere wollen Marquardt einmal haben. Über 60 haben sie schon. Noch viel Arbeit für ihre Stuten. Ja, Nummer 3. Geschafft. Jetzt müssen die drei Damen noch zum Hengst. Ich hol die, du machst die Tür auf. Der weiße Deckhengst ist in der Brunftzeit ziemlich angriffslustig und aggressiv. Das bekommen auch die Kamelweibchen zu spüren. Für sie ist es das erste Mal. Das ist jetzt erstmal, damit die sich kennenlernen, damit der Hengst sieht, das sind die Neuen. Und je enger die stehen, je schöner ist es nicht, dass noch was passiert. Das ist so. Das ist nicht ganz, manchmal nicht ganz ungefährlich, wenn der ein bisschen doll treibt. Im Moment ist er ja ruhig, aber. Die alte Stute packt er, die legt sich hin, lässt sich das über sich ergehen und gut. Und die ist dann die nächsten 3 Tage auch wirklich trächtig. Und diese muss er halt erstmal überzeugen, wer er ist und was er vorhat. Na, aber der kriegt das noch im Griff. Er bleibt dran am Ball, denke ich mir mal. Jetzt heißt es abwarten. Zeit, die Beke Marquardt nutzt, um sich um ihre Milch zu kümmern. Die Ausbeute pro Tag ist noch überschaubar, etwa 30 Liter. Seit ein paar Monaten hat die Kamelfarm eine sogenannte EU-Zulassung. Damit Marquardts von ihrer Kamelmilch leben können, ein wichtiger Schritt. Also durch diese EU-Zulassung dürfen wir die Milch nicht nur hier ab Hof verkaufen, sondern wir dürfen sie auch verschicken, unter der Bedingung, dass sie pasteurisiert ist. Und das macht schon eine ganze Menge aus, weil es gibt zwar viele Leute, die bereit sind, weite Strecken zu fahren, um sich Kamelmilch zu holen, aber es gibt auch Leute, die haben gar nicht die Möglichkeit zu fahren. In Deutschland sind Marquardts die einzigen, die Kamelmilch produzieren. Bis sie von der Milch leben können, ist es noch ein weiter Weg. Ein paar Stunden später im Stall kommt auch der Zuchthengst endlich zum Zug. Mich freut natürlich schon, dass das scheinbar ja jetzt zu klappen scheint, nachdem die Mädels ja lange Zeit ein bisschen widerspenstig waren. Hat sie sich ja jetzt nun doch endlich ergeben und wenn alles seinen korrekten Gang geht, dann haben wir also heute in 12 oder 13 Monaten Fohlen von den beiden. Der Nachwuchs ist auch für den Biohof Eilte existenziell. Tino Bullmann hofft, dass 3 seiner Wasserbüffelkühe trächtig sind. Deshalb hat er Tierärztin Sophia Ennen gerufen. Sie soll die Kühe per Ultraschall untersuchen. Während Milchkühe diese Prozedur deutlich gelassener über sich ergehen lassen, sind die Büffel auch hier etwas widerspenstiger. Das kleine Kalb, das liegt auf dem Rücken. Der Kopf ist auf meiner linken Seite, ebenso in Embryonalhaltung, typisch auf dem Rücken. Die Beinchen stehen nach oben. Wenn ich das hier ganz still halte, kann man im vorderen Drittel auch schon den Herzschlag sehen. Also ist eine intakte Trächtigkeit zwischen 60 und 70 Tagen. Genau.
Brutwasser ist ganz klar, mehr können wir nicht erreichen. Prima, das heißt, im Oktober gibt es von 3 Kühen mehr Milch. Ist doch nicht schlecht. Nachwuchsplanung gehört zur Milchproduktion dazu. Den Geburtstermin hat Tino Bullmann extra so geplant, dass die Kälber im Herbst zur Welt kommen. Das ist auch immer ein Bereich, wo wir zurzeit relativ wenig Milch haben, weil die Kühe, die da im Frühjahr gekalbt haben, da geht die Milch dann schon zurück. Und für uns, für die Käserei, ist es schon wichtig, dass wir den ganzen Jahresverlauf vielleicht nicht immer gleich viel Milch haben, aber immerhin Milch zur Verfügung haben. Tino Bullmann hält auch klassische Milchkühe, 170 Tiere. Pro Liter Büffelmilch verdient er 5-mal mehr als mit seiner Bio-Kuhmilch. Trotzdem soll die Büffelherde nur langsam wachsen. Ich habe mit Sicherheit eine Vorliebe für Büffel, das ist keine Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir natürlich auch schon durch den Kopf gegangen. Also hier, das sind 2 Stallabteile hier. Man könnte ein Stallabteil Schwarzbund, ein Stallabteil Wasserbüffel machen. Aber habe ich mich im Moment noch nicht getraut, weil letztendlich, wenn wir jetzt den Bestand extrem erweitern würden von den Wasserbüffeln, müssten wir die Milch auch selber vermarkten. Zurzeit haben wir da einen absoluten Nachfragemarkt. Also wir könnten zurzeit mehr Büffelmilch produzieren und über unsere Direktvermarktung auch loswerden. Aber wenn ich den Bestand jetzt massiv erweitern würde, das könnte ich jetzt so nicht abschätzen. So werden in Eilte vorerst deutsche Milchkühe gemeinsam mit den italienischen Wasserbüffeln leben. In der Ziegenkäserei im Emsland ist aus der Milch inzwischen eine dickliche Masse geworden. Nun muss Luz Hector den Käsebruch herstellen. Und das in der Lammzeit, in der im Stall immer wieder Überraschungen warten. Auch das Käsemachen hat sie sich selbst beigebracht. Ich bin in der Küche angefangen, wenn wir noch 11 Ziegen hatten bei der Nachbarin. Dann bin ich morgens und abends mit 2 Eimerchen Milch nach Hause gefahren und da in der Küche geübt. Ja, dann hatte ich einen Topf von 25 Liter und dann musste ich auch schneiden und auch rühren. Und ja, dann wird es auch Käse. Aber wie so viele Sachen hier, es ist, die Ziegen waren da, wir konnten melken, ja. Der Wanner stand da und da musste ich Käse machen. Mittlerweile hat ihr Käse sogar mehrere Auszeichnungen bekommen. Die Nachfrage ist bedeutend da. Ich merke auch bei Supermärkten, dass die auch feststellen, dass Leute das Interesse haben, dass es Ziegenkäse, aber auch, dass das regional ist, dass es aus Deutschland kommt. Und von einem kleinen Hof, das macht die Käse noch extra speziell. Und dann stelle ich fest, dass das oft nach meine Käse auch nachgefragt wird. Und das freut mich natürlich sehr. 30 Tonnen Ziegenkäse stellt Luz Hector pro Jahr her, Tendenz steigend. Wirtschaftlich ist sie auf einem guten Weg und auch an Abwechslung mangelt es nicht. Die Farbe ist sowieso anders. Oh, wir haben Notfall. Bitte. Ja. Ein Notfall im Ziegenstall. Was passiert ist, weiß Luz Hector noch nicht. Nur, dass es schnell gehen muss. Eine Ziege hat Probleme bei der Geburt. Das erste Lamm ist noch gesund auf die Welt gekommen, aber das zweite steckt fest. Für Ziege und Lamm ist das lebensgefährlich. Was grob aussieht, soll den Kreislauf des Lämmchens stimulieren. Oh Gott, Gott. Er lebt. Fast 10 Minuten hat Luz Hector um Lamm und Ziege gekämpft und es geschafft. Oh mein Gott, so gut.
Dieser Moment ist natürlich toll, dass man auch noch ein lebendes Lamm da rausholt. Dafür macht man das, dafür macht man die Mühe. Aber wenn ich da in dem Moment da reingehe, ja, dann ist man auch ein bisschen, oh, schaffe ich das, kann ich das, wie ist das, was fühle ich, mache ich es richtig? Da ist kein Weg zurück, als nur das Lamm da rauskriegen. Und das Gefühl, das ist wirklich so ein, ja, und wenn es dann auch noch lebt, ja, das ist super toll, ja. Auf dem Biohof Alte beginnt die Mozzarella-Saison. Erst ab Frühling kann der Weichkäse produziert werden. Für den Verkauf ist Tino Bollmanns Frau Claudia zuständig. Und, hast du alles zusammen? Der Büffelmozzarella ist Tino Bollmanns Lieblingsprodukt. Einmal Füße hoch, bitte. Genau, das ist so. Wir haben ja jetzt vor 2 Wochen angefangen mit der ersten Charge. Zurzeit produzieren wir einmal die Woche Mozzarella. Und im Hochsommer oder bei gutem Wetter wird es dann 2 bis 3 Mal gemacht. Ne? Im Moment ist einfach noch nicht so, die Leute haben noch nicht richtig Lust. Also so die ersten haben jetzt natürlich abgehabt, weil wegen der Winterpause. Aber das hängt immer sehr vom Wetter ab. Und zurzeit haben wir halt noch keinen Sonnenschein und keine Wärme, keine reifen Tomaten, kein Basilikum. So alles, was dazugehört zum Büffelmozzarella. Seine Büffelmilchprodukte verkauft der Biohof Alte vor allem selbst. Im eigenen Hofladen. Und auf Wochenmärkten. Frischkäse, Joghurt und Schnittkäse. Ein echter Verkaufsschlager ist der Büffelmozzarella. Das ist ja mit ein Qualitätsmerkmal, dass das nicht so feste, harte Knödel sind. So, sieht gut aus. So, da lässt auch noch Molke nach, das gehört auch mit dazu. Hier sieht man schon, wie die Soße rausläuft. Der ist schön weich. Ja. Kann man gut verkaufen, mit ruhigem Gewissen. Es ist natürlich trotz alledem so, dass mal sind die Kugeln fester, mal sind sie weniger fest. Das hat zum einen mit demjenigen zu tun, der die Kugeln formt. Anfänger waren oft festere Kugeln, weil sie den Bogen noch nicht raus haben, wie man mit wenigen Griffen diese Kugel geformt hat. Und je länger du da dran rumdrückst, desto mehr Molke drückt man raus und dann wird die Kugel logisch fester. Das haben wir nicht so oft, dass wir Neulinge dabei haben, aber was dann auch problematisch werden kann, ist, wenn die Tiere vorher Stress gehabt haben, werden umgetrieben auf eine andere Weide, dann wissen wir schon, dass wir an dem Tag besser keinen Mozzarella aus der Milch machen, die dann danach gemolken wird. Das wird nichts. Das wird schleimig und Kugeln lassen sich nicht gut formen, der Teig säuert nicht richtig so, wie er soll. Also wir haben viel Lehrgeld bezahlt, bis wir das alles so raus hatten und haben zum Glück auch immer willige Kunden, die bereit sind, auch mal kleine Sachen in Kauf zu nehmen, wenn es mal nicht so perfekt geworden ist. Dafür ist es dann eben Handarbeit. Norddeutscher Büffelmozzarella in Bio-Qualität, das hat seinen Preis. So, von der Größe richtig? 5 bis 6 Euro kostet ein Mozzarella etwa. Wegen seines hohen Fettgehalts ist er geschmacklich intensiver als Mozzarella aus Kuhmilch. Den Ziegenkäse aus dem Emsland gibt es inzwischen bundesweit in Supermärkten zu kaufen. Das war von vornherein das Ziel. Selbst auf Wochenmärkten stehen, das wollen Luz Hector und ihr Mann nicht. Im nächsten Jahr soll auch er seinen aktuellen Job in den Niederlanden an den Nagel hängen und dann auf dem Hof mitarbeiten. Wir sind mit Hundeziegen sind wir angefangen. Wir melken im Moment knapp über 200. So dieses Jahr würden wir mit den Lämmern, die geboren sind, die nächstes Jahr dann ablammen, auf 300 sein. Und mit die 300 sind wir, und wenn wir da dann von der Milch die Käse vermarkten, sind wir auf dem Stand der Dinge, dass wir das hier, dass er dann aufhören kann und auch mit dabei kommen kann. Und dann kann man da wirklich von leben. Und das reicht auch. Wir wollen selber melken, selber die Käse herstellen und das Kleine, das finden wir schön. Noch kümmert sich Luz Hector um das meiste selbst. Die Supermärkte in der Region beliefert sie persönlich.
Ihre vier unterschiedlichen Ziegenkäsesorten finden immer mehr Liebhaber. Dieser Supermarkt war einer ihrer ersten Abnehmer. Der Kunde möchte gerne mal was anderes probieren in letzter Zeit. Und dazu gehört natürlich dann auch der Ziegenkäse. Ne? Weil das mal ein anderes Produkt ist, anderer Geschmack. Unterscheidet sich dann halt sehr stark vom Kuhmilchkäse. Der Weg bis in die Käsetheken der Supermärkte war nicht einfach. Viel bürokratischer Aufwand. Doch der hat sich für Luz Hector gelohnt. Das ist wirklich was Besonderes, wenn man dann sieht, dass von Melken bis Käse machen, bis das Produkt, dass das dann so in der Theke liegt und so präsentiert wird, dass die Kunden das dann auch kaufen können. Das ist wirklich wunderschön. Die Kunden auf der Kamelfarm sind da schon deutlich rarer. Die Kamelmilch aus der Lüneburger Heide hat sehr spezielle Liebhaber. Hier in Deutschland ist die Kamelmilch absolut exotisch, in Europa überhaupt. Aber in anderen Ländern, in den arabischen Ländern sowieso, da die Beduinen trinken das ja seit vielen Tausenden von Jahren. Das ist ja deren Lebensmittel, aber auch deren Heilmittel gegen fast alles. Die wissen zu schätzen, was an Inhaltsstoffen da drin ist. Für die besondere Milch reisen die Kunden aus ganz Deutschland nach Visselhövede. Volkan Bulut und seine Mutter Hava kommen aus Hamburg. Auch wenn es noch keine belastbaren Studien zur positiven Wirkung der Kamelmilch gibt, kaufen sie gleich literweise mit Mengenrabatt. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir hatten 45 Liter bestellt. Wie viel wollen Sie insgesamt haben? Dann dann würden wir noch mal 5 zusätzlich nehmen, also 30 insgesamt. 30, dann bekommen wir 270 Euro. Okay, jetzt 30 mal 9. So. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Danke auch. Ein spezieller Preis für eine spezielle Milch. Ich persönlich trinke sie auch. Nicht so häufig wie meine Mama, aber man fühlt sich schon gut. Ne? Also, und meine Mama hat das auf jeden Fall festgestellt, dass es ihr besser geht. Ne? Da hat sich so einige Sachen in ihr verändert, sage ich mal. Beziehungsweise sie hatte vorher viel Schleim. Und das ist alles weggegangen und sie fühlt sich halt stärker, ne? Stark, genau. Die Kamelmilch schmeckt etwas süß, genau. Süßlich. Süßlich, schmeckt ganz normal. Man hat nach dem Trinken keine Beschwerden im Bauch oder so, oder dass das nicht verträglich ist. Also schmeckt wirklich ganz gut. Besser als Kuhmilch, würde ich sagen. Die Familie aus Hamburg entwickelt sich zu Stammkunden der Marquards. Alles, was nicht sofort getrunken wird, friert sie ein. Wir verteilen das, wir geben halt 1-2 Liter Schwester bisschen rum. Und ja, jetzt sind 2 Monate vorbei und jetzt sind wir wieder gekommen zum Kaufen. Also das wird jetzt wahrscheinlich wieder 2 Monate halten und dann kommen wir wieder. So wird's laufen. Während der Konsum von Kuhmilch sinkt, werden Alternativen zur Kuhmilch immer beliebter. Von der Ziege, vom Büffel und sogar von den Tieren aus dem Orient.